Hansi Klär, Ihre Mannschaft ist schlecht aus den Startlöchern gekommen. 2 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore. Wie erklärt sich der Trainer diesen schlechten Start in die neue Saison? Ja, wir haben sehr unglücklich begonnen. Wir haben unglückliche Tore gekriegt und haben dann nicht unser Spiel durchziehen können. Wir waren sehr fehleranfällig auswärts. Und natürlich bei den großen Veränderungen im Kader ist leider das eingetroffen, was ab und zu passieren kann, dass halt noch nicht die Harmonie im Offensivspiel da ist, dass man halt einen Rückstand, vor allem dann auch auswärts, aufhören können. Gerade nach vorne hat relativ wenig geklappt, da war meistens am 16er Schluss, also die großen Chancen haben auch gefehlt. Wie reagiert da der Trainer darauf? Ja, wir müssen halt da gemeinsam unter der Woche arbeiten, müssen schauen, dass wir unser Freilaufverhalten besser wird, unser Passspiel, unsere Laufwege besser abstimmen untereinander und dass wir einfach entschlossener, dynamischer eingehen. Ja. Da sind natürlich einmal die Offensivkräfte gefragt, aber nicht nur die, sondern unser gesamtes Spiel, dass wir das besser nach vorne bringen. Wird der neue brasilianische Stürmer, der in Gradkorn nicht von Beginn an gespielt hat, morgen von Anfang an auf dem Feld stehen? Mannschaftsaufstellung gibt es am Samstag, also am Freitag, aber er wird wahrscheinlich morgen von Beginn an auflaufen. Es ist so natürlich, dass er erst vor 14 Tagen oder 3 Wochen mit dem Training begonnen hat. Das heißt, er hat da ein bisschen einen Rückstand, was den konditionellen Zustand betrifft. Aber er ist von der Integration sehr weit, er spricht Deutsch und das ist ganz einfach mit ihm. Und er gibt da im Training mir wieder Gas und das sieht man. Und er ist ein Strafraumstürmer und deswegen erwarte ich mir zu Hause natürlich, dass er dort seine Qualitäten zum Zuge bringt. Morgen kommt Salzburg, die zweite Mannschaft von Red Bull. Was erwartet sich da der Hansi Klär? Weil das ist alles andere als ein Jausengegner. Ja, das stimmt. Das ist jeder Gegner in der Liga, ist kein Jausengegner. Also vor allem in unserer Situation, wo wir sind, müssen wir jetzt natürlich, können wir überhaupt keinen unterschätzen. Es ist so, dass da jetzt letztes Mal, glaube ich, waren 4 Spieler vom Kader, vom Red Bull, von der ersten Mannschaft dabei. Wie viele sind, werden wir dann sehen am Freitag. Ja, es ist natürlich ein Gradmesser, aber zu Hause gilt für uns, vor allem in unserer Situation, jetzt 3 Punkte. Wir werden natürlich alles dran setzen. Wir werden schauen, dass wir von Anfang an Druck geben, den Gegner unter Druck setzen können und auch wenn wir mit spielerischen Mitteln dann vielleicht das eine oder andere noch nicht klappt, aber wir müssen schauen, dass wir über den Kampf, über die Leidenschaft zu unserem Spiel finden. Spürt der Trainer jetzt schon ein bisschen den Druck vom Umfeld, vom Verein? Nein, also Druck hat man immer, vor allem in Lustenau, das ist man gewohnt, auch im Heimspiel und der Verein und wir haben gewusst, dass diese Saison der Umbruch ist und dass es eine schwere Saison sein wird und der Start ist jetzt einmal nicht gelungen und jetzt heißt es noch mehr Arbeit, noch intensiver anpacken und die Mannschaft braucht ein bisschen noch Zeit und wenn wir weiter so arbeiten wie die Wochen davor, also im Training, dann bin ich guter Dinge, dass wir da rauskommen.